Huhu, ihr Lieben, da bin ich wieder. Und ich habe ein Geschenk bekommen, das Rabentarot. Dir, liebes Seelchen, du hast mir eine wunderbare Freude gemacht. Ich habe mir wirklich ich habe mir wirklich ein Haxerl ausgefreut. Danke dafür. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, weil du es mir nicht reingeschrieben hast, aber die Freude ist angekommen, das Geschenk ist angekommen. Danke, danke, danke. So. Jetzt werde ich natürlich gleich mit diesem wunderbaren Tarot, ich habe eine andere Legung wieder bekommen, ich nenne sie die Schmetterlingstransformationslegung, weil es in der Mitte darum geht, was ist gerade los und was geht's, was möchte da mitgeteilt werden, dann mit den Schmetterlingsflügelchen, und das kann auch im Seelenpartnerprozess sein, was ist die übergeordnete Ebene, also die Metaebene, die bewusste Ebene und die unbewusste Ebene, was geht raus, was wurde da erlöst oder was soll noch erlöst werden, wo geht's hin? Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Bis gleich. Sehr, sehr schön, sehr interessant. Wir haben hier in der Mitte, das ist so einfach die Aufgabe, das ist um was es ging oder um was es geht. Auch in Seelenpartnergeschichten oder gerade vor allem, weil wir haben hier auch die vierte Stäbe. Und dann ist es jetzt sehr interessant, wir haben hier die Seite, die rausgeht oder die gelernt wurde, ja, um was es ging in allen Ebenen. Das schaut alles hier hinein. Und dann haben wir die Seite, wo soll es jetzt hingehen? Und was soll integriert werden? Und alles schaut hier hinein. Das heißt, dieser Transformationsschmetterling hat jetzt Folgendes gemacht, auch mit den Kartenbildern. Er hat aufgemacht, die Flügel aufgemacht und schaut in die Mitte hin, um sich dort zu stärken. Wir werden uns jetzt aber gleich anschauen, was da genauer drinnen liegt. Wir haben auf jeden Fall mitbekommen, die Ahnen, die Grüße aus dem Himmel oder Personen, die einen jetzt im Moment fern sind, ja, über die Seelenebene. Erzengel Asrael ist ja auch jemand, der beim Trost begleitet oder der einfach auch zwischen den Welten steht. Deinen Liebsten im Himmel geht es bestens. Lass alle Sorgen los und fühle ihre liebevollen Segnungen. Und da geht es aber auch vor allem um den Satz, lass alle Sorgen los und fühle die liebevollen Segnungen von allem. Ja, es geht um die Verbundenheit mit den Seelen über alle Ebenen hinaus und vor allem auch mit den Ahnen, die hier kräftigend einwirken. Und es geht auch hier um die Transformation, sehr violett gehalten, aber auch mit Gold und Grün. Und da ist Erzengel Satkeel. Achte auf die liebevolle Führung, die du in deinem Inneren oder von anderen Menschen hörst. Und da geht es ums Hellhören, da geht es ums Hellfühlen generell, da geht es darum wahrzunehmen, wieder was rund um dich herum, unabhängig von diversesten Prozessen, in denen du dich befindest, passiert und mit dir einwirkt. Und ja, die Antwort lautet ja. Wir haben ja hier auch schon die vierte Stäbe und da geht auch auf die Zwillingsseelen. Also eine sehr, sehr nahe Seelenverbindung oder eine sehr, sehr dir nahegehende Situation. Ich glaube, die meisten schauen in Seelenpartnergeschichten und da geht es einfach um eine sehr starke Seelenverbindung. Ein Geheimnis, alles wird zur rechten Zeit offenbart werden, der Schleier wird sich bald lüften. Also hier ist etwas in der Bewegung und das schauen wir uns jetzt an. Um was geht's hier? Und wir haben hier tatsächlich auch die zwei der Kelche. Also alles spricht dafür, dass es hier um einen Seelenpartnerweg geht. Es geht hier um deine persönliche Erfüllung. Und was in diesem Prozess mit dem Seelenpartner möglicherweise passiert ist, wir haben hier die zwei der Krähen oder die zwei der Raben, wir haben hier das Herz, die Verbundenheit und wir haben drunter aber gleich die zwei der Stäbe. Also scheinbar ist man hier weltlich miteinander verbunden, konnte oder kann es aber noch nicht sehen, weil wir haben hier genau diese Verbundenheit, wo alles fließt, wo dieser Austausch stattfindet. Und hier mit den zwei der Stäben ist es so, zwei Krähen, zwei Raben sind weltlich hier verbunden, die sehen sich da, sehen sich aber noch nicht. Ja, sie gehen eben genau nicht in diese Verbundenheit hinein. Und jetzt geht es in der Situation darum, hier mit dem Gehängten einen anderen Zustand zu finden und einmal den Blickwinkel umzudrehen, um vielleicht mit einem anderen Blickwinkel die Dinge anzusehen. Und da schaut die Krähe jetzt genau in die Richtung, was hier eigentlich schon erlernt wurde, um was es hier ging, was aufgelöst wurde, was jetzt integriert werden will. Da schaut die Krähe nochmal hin. Möglicherweise hat man den Fokus hier tatsächlich noch auf einer Stelle, wo vielleicht etwas noch nicht funktioniert. Betreffend
einer Königin der Schwerter. Und da zeigt die Krähe jetzt oder der Rabe jetzt wirklich dorthin, setzt die Krone auf. Ja. Hier ist schon alles in Bewegung. Schau, nimm diesen einen Flügel auch für dich an, was du schon alles hier erlernt hast, und richte dich nach dem aus, wo es jetzt hingehen kann. Ja, also nicht auf die Krähe, die da hinten herumfliegt, sondern wo willst du hin? Ja, hier kommt auch schon ein was ist denn das? Eine wunderschöne Blüte auf jeden Fall, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Hier blüht auf jeden Fall etwas und da richtet man den Fokus drauf hin. Man schaut jetzt mit gerichteter Krone voraus und ob dann jemand dort mitfliegen will oder ob das wer neuer ist oder was auch immer, das spielt hier für jetzt im Moment keine Rolle. Denn worum geht's? Man hat hier vielleicht auch in einem Kampf Federn verloren mit dem Buben der Schwerter und mit den vier der Krähen. Man hat hier vielleicht etwas zu logisch betrachtet oder etwas zu verstandesorientiert betrachtet oder war zu schnell, was dazu geführt hat, dass man diesen Zustand noch nicht ganz erleben konnte. Trotzdem ist es ja klar, auch wenn man vielleicht hier noch nicht ganz verbunden ist miteinander und diese Vereinigung noch nicht machen kann, dass es trotzdem wahr ist, ja, und das auch anzuerkennen und nicht dagegen anzukämpfen oder sich darum zu bemühen oder zu schnell etwas hier. Ja, der Bube, der Schwerter ist auch eine sehr schnelle Energie, eine sehr, sehr vorantreibende Energie, nicht wie das Feuer, aber sehr klar, ja, und vielleicht auch ein Stück weit fordernd, ja, fordernd, weil man hier auch Federn verliert. Und da kommt dann ein bisschen das Gewitter, also man möchte hier vielleicht irgendwo durchpreschen, was da aber noch nicht ist. Ja, was hat man sich jetzt hier tatsächlich, um was ging es? Was hat man hier gelernt? Wo darf man hier jetzt drauf blicken und für sich schon integrieren? Also Punkt 1, Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander, vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Also das Ganze auch wieder mit mehr Leichtigkeit zu sehen. Das hatten wir tatsächlich auch im vorigen Orakel schon. Jetzt kommt das Rückblatt, ich möchte es halt einfach dazu sagen. Hier ist angezeigt ein spiritueller Weg. Wir haben hier den Raben, wir haben hier den Wolf, wir haben den Schmetterling. Wir haben die Sonnenenergie mit den 9 der Münzen. Übrigens ganz, ganz interessant, dass hier jetzt auf der Seite, wo es hingehen soll, ganz viel von Fülle gesprochen wird. Ja? Nicht nur im materiellen Sinn, auch wenn natürlich die Münzen auf eine materielle Geschichte hinweisen, aber grundsätzlich generell etwas Stabiles, etwas irdisch Angebundenes, ja? Etwas Füllendes, was hier Einzug halten will. Und mit dem Schmetterling und dem Baum da hinten geht es darum, dass die Sonnenkraft hier wieder erwacht ist und durch diese Stabilität, die man selbst einnimmt, mit einer Baumkrone, die blüht, ja, mit einer Situation, wo man sich durchaus in sich bewegen kann, mit den Schmetterlingsflügeln, die da aufgegangen sind, wo man fliegt, ja, in dieser Stabilität folgt man auch seiner inneren Führung. Auch die Krähen weisen ja darauf hin, oder die Raben weisen darauf hin, einen Weg zu gehen, sind Führungsleittiere oder Führungskrafttiere, die hier mit einwirken, wo es ganz, ganz stark auch um die Spiritualität, also um die eigene Bewusstwerdung, um den eigenen Lebensweg auch geht, der hier mit sich, mit den 9 Münzen sind ja auch so ein bisschen diese Single-Karte, die Karte, wo man sich in sich selber aufstellt und für sich diesen Weg geht, wo man sich in sich selber stabilisiert und die Fülle seines Lebens hier für sich wahrnimmt, um dann gemeinsam die 10 der Münzen mit jemandem anderen hier auszutauschen, der hier schon Einzug halten will dann. Aber das ist jetzt eine Übergreifung. Schauen wir uns also an, was in dem Fall jetzt der übergeordnete Pfad ist, um den es ging, was man jetzt schon gelernt hat. Und das Übergeordnete an der Stelle ist, dass man hier lernen darf, dass jemand anderer einem genauso auch gefüllte Kelche entgegenbringen soll, kann, darf, muss, um für sich weiterzugehen. Ja, also man hat hier gelernt, sich auch wirklich ganz genau anzuschauen mit den Ritter der Kelchen. Vielleicht kennt ihr das, da kommt manchmal auch so die Energie mit durch. Ja, ist es gefüllt oder nicht? Ja, also für mich verbindet sich das auch immer wieder ein bisschen mit den 7 der Kelchen, dass man genau nachschaut, welche Energie wird einem da gereicht. Ja, und der Ritter ist ja auch nicht mehr der Page, sondern der bringt schon was, ja, aber es ist hier verschmückt und es ist auch noch nicht der König, also es ist noch nicht die übersprudelnde reife Energie und möglicherweise hier aber auch schnell, aber hier möchte man euch ein Präsent bringen. Und da geht es jetzt darum zu schauen, okay, was ist hier in diesem Kelch und was nehme ich hier wahr? Wir sehen jetzt hier auf dem Bild natürlich, es geht um die Krähen, ja, hier
oder um die Raben. Es geht hier darum, dass jemand auch wirklich bereit ist, diesen Kelch aktiv zu füllen. Und das hat man hier gelernt. Also es steht nicht einfach nur ein Kelch, der einen hin gereicht wird, ja, sondern auch hier mit den Fischen. Also es scheint hier etwas drinnen zu sein. Und die Krähe oder der Rabe fliegt hier auch aktiv hin und hat sogar sein Pferd hier geschmückt, um hier zu euch zu kommen, um euch tatsächlich etwas zu überreichen. Also habt ihr scheinbar die übergeordnete Phase gehabt, zu erkennen, was in manchen Kelchen drinnen ist, wird euch das gereicht oder nicht und je nachdem dementsprechend zu handeln. Was ist euch hier bewusst und scheinbar ist euch hier bewusst geworden, dass manche Dinge sich wie ein roter Faden durchs Leben gezogen hat, ja, und dass ihr jetzt hier für euch aber etwas Neues integriert, nämlich die Sonnenblumen, die Reife, die persönliche eigene Kraft, auch vielleicht mit Verbundenheit von Solarplexus, Sakral und Wurzelbereich, auch mit dem roten Faden, wo ihr selbst euch auf euren Pferdesrücken setzt, um hier in euch, in eurer Mitte zu landen. Und auch das scheint ihr als bewussten Pfad jetzt gehabt zu haben, dass ihr euch wieder integriert, dass ihr euren Faden selbst in die Hand nehmt, ja, dass ihr selbst für euch einsteht und dass ihr lernt, mit eurer Kraft umzugehen und diese Kraft in euch auch zu verankern. Was war der unbewusste Lernpfad mit dem Ritter der Stäben, dass man hier eine eisige Situation hinter sich lässt? Ja, man hat hier tatsächlich Reis ausgenommen, man ist gesprungen in eine unbekannte Situation. Hier sieht man ein Pferd mit seinem Raben tatsächlich wie flüchten. Ja, der Ritter der Stäbe spricht jetzt nicht primär von Flucht, um das geht es gar nicht, sondern es geht um eine neue Ära, die da gekappert kommt jetzt, also man nimmt hier einen neuen Raum für sich ein, innerlich, ja, vielleicht hat man etwas hier in sich selbst versteckt gehabt, wo man jetzt hineinspringt, ja, da geht es nämlich primär um euch, da geht es nicht um das Zusammenspiel jetzt, ja, sondern das ist das, was gelernt wurde, vielleicht seine inneren Kammern hier zu durchleuchten und mit Energie, mit Kraft, mit Leidenschaft hier auch tatsächlich neue Pfade für sich zu finden. Das ist das, was hier mitkommt und auch diese Leidenschaft nach außen zu bringen und etwas darzustellen, ja? Und nicht mehr mit dem Kopf hier vielleicht, mit dem Pferdekopf hier gegen einen Stab, einen Baum oder sonst irgendwas zu rennen, sondern wirklich diese Anfeuerungskraft in sich zu integrieren, um neue Wege hier zu finden. Gerade nämlich, wenn man vielleicht hier immer wieder wie an etwas drangerannt ist, wie wenn man immer wieder vielleicht gegen eine Mauer gelaufen ist, dass man hier gelernt hat, nein, Moment, ja, jetzt schaue ich mir das genau an, ja, jetzt gehe ich da mal in die Ruhe, jetzt lasse ich da mal das Feuer drüber leuchten, jetzt schaue ich mir das hier mal genauer an, um was es da überhaupt geht und finde dann hier zielgerichtet auch meinen Weg und lasse mich von meiner eigenen Kraft leiten. Vielleicht gehe ich auch nicht mehr stürmisch voran und will alles übers Knie brechen, sondern gehe gesattelt meinen Weg und komme dann auch in Ruhe für mich an. Ja, das kommt ja auch so mit, was hier der Bereich ist, der unterbewusst gelernt werden wollte. Und jetzt schauen wir uns genau an, wohin das Ganze geht. Und jetzt sehen wir hier schon, in der übergeordneten Ebene geht es wirklich um die 10 der Münzen, also um absolute Fülle, Stabilität, um wirklich diesen Bereich des Lebens für sich auszufüllen, zu integrieren und diese Fülle in sich auch wahrzunehmen. Und da nehme ich aber jetzt wahr, weil wir haben auf der Karte, da geht es jetzt nicht nur um die Münzen. Die Münzen zeigen nur an, dass es irdisch stabilisiert wird, sondern jetzt schaut euch das einmal an. Wir haben hier mit den Sonnenblumen haben wir die Erde. Wir haben hier einen wunderschönen Bach, der da durchfließt mit Seerosen drinnen, also auch das Wasser. Also es geht auch um eine emotionale Fülle, die hier tatsächlich auch miterlebt werden will. Wir haben die Raben natürlich, die auch für die Luft stehen, für das Luftelement. Feuer haben wir jetzt hier nicht, weil es um eine gesattelte Energie hier geht. Ja, aber es geht darum, wirklich vor allem das Wasser mit den Seerosen, die Fülle des Lebens mit in sich wahrzunehmen und hier wirklich geerdet in sich zu integrieren, also völlig in der Fülle zu stehen mit einem sanften, wunderschönen Fluss des Lebens, der einen immer wieder hier Reichtum und Gaben schenkt, wo man dann vielleicht hier auch aus diesen, wenn wir jetzt sagen, die drei der
Der Seerosen steht für die drei der Kelche, wo es jetzt darum auch geht, vielleicht aus den vollen Kelchen hier Freude heraustrinken zu dürfen und das aber mit sich hier integriert, also hier irdisch erlebt, tatsächlich in der Fülle. Das ist es, worum es übergeordnet geht. Und jetzt haben wir hier sehr interessant die Königin und auch das ist sehr interessant. Es kommen hier nur die weiblichen Personen. Also wenn du ein Mann bist, dann setz dich trotzdem in dieser Energie um. Das geht es ja nicht. Also wir haben hier tatsächlich etwas, wo man sagen kann, ja, auch hier die Königin der Schwerter, die Königin der Münzen. Es geht darum, schon auch mit der weiblichen Energie, die weibliche Energie in dem Fall ist für mich einfach nur dieses Annehmen, ja, das Annehmen, das Nährende, das in die Weite gehen, das hat mit dem Geschlecht weiblich gar nichts zu tun, sondern einfach dieses Annehmende, Nährende, Weite, auch schön gießende, ja, also wirklich pflegende, so wollte ich sagen, sich im Innen heraus pflegen, da haben wir ja bei den Chakra-Karten, gibt es eine tolle Karte auch dazu, wo man sieht, die Löwenmutter mit dem Löwenkind, wo es darum geht, auch das innere Kind zu nähren und diese Energie kommt hier wirklich mit. Ja, und da schaut man auch, also auch die Königin der Schwerter von dem Clan zeigt jetzt auf die Königin der Münzen, dort geht's hin. Ja, man darf sich die Vergangenheit ruhig anschauen hier, man darf hier tatsächlich aber auf dem Thron drauf sitzen und alles für sich integrieren, auch die vorangegangene Transformation und Freude. Ja, hier geht's tatsächlich im bewussten Bereich auch darum, ach, ich schaue mir meine Vergangenheit an, ich schaue mir, um was es jetzt gerade geht, aber ich sitze hier auf meinem Thron und ich schaue nur dorthin. Ich weiß, ich bin hier schon gewandelt. Ja, und das, wonach sich dann mein Blick dreht, ist tatsächlich der Hase, der hier integriert wurde, die Erdenenergie. Also hier weiß ich dann schon, wo mein Zepter, mein Thron verankert steht und erfreue mich auch schon der neuen Dinge. Und mit dem integrierten Hasen, der Hase, auch ein Mondtier, auch ein Tier der weiblichen Kraft, auch ein Tier der Annahme, geht es auch darum, seine Schattenanteile oder seine Ängste in sich zu finden. Und das hat man hier schon integriert. Und auch hier haben wir wieder eine Seerose und auch hier, wo es darum geht, dann wieder aus diesem gefüllten, auch vielleicht wie aus einer Lotusblüte, aus dem, was erwacht ist, dann auch wieder zu trinken und sich seine neu erworbenen Fähigkeiten auch bewusst noch einmal zu integrieren. Ja, was ist im unterbewussten Prozess hier tatsächlich los? Hier geht es darum, diese vier der Kelche Energien sich wahrzunehmen. Also wo hat man vielleicht hier einen versteckten Schatz immer wieder bewacht und den sehr stabil für sich behalten. Hier geht es nicht darum, dass diese Kelche nicht gefüllt sind. Hier in dem Fall geht es darum, dass ein Rabe, eine Krähe über drei Kelchen wacht. Man merkt aber, hier regnet es oder es ist ein bisschen, möglicherweise schneit es auch. Also es ist eine Situation, wo die Freude vielleicht nicht ganz aktiv gelebt werden kann. Aber sie wird hier stabil bewacht mit dem Baum auch auf der Seite. Auch muss hier die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft auch hier eine Heilung finden in diesem Bild. Und die Krähe oder der Rabe schaut hier auf eine gebotene Freude oder ein gefülltes Ass der Kelche, was einem hier gereicht wird. Ja, und dort schaut man schon hin. Also man lernt hier tatsächlich auch Dinge, die einem gereicht werden, wahrzunehmen und Dinge, die vielleicht hier bewacht wurden, entweder dann miteinander irgendwie zu integrieren und fließen zu lassen, dass man dieses Angebot zum Beispiel, dass man die drei Kelche hier heraufholt, ja, das Alte in sich integriert, aber diese Bewachung des Schatzes, ja, das kommt jetzt irgendwie so von der Energie mit, nicht mehr als Wache hier sieht, sondern als Heilungsweg, wo man das heraufholt und oben die drei Kelche fließen lässt und das, was neu kommt, wie übergießend lässt, dass sich aus den vier der Kelche nur noch drei herauswandeln. Ja, und dann hätten wir wieder die drei der Kelche Energie und sollte es darum gehen, dass schmerzhafte Situationen da waren, vielleicht auch im Sinne von Dreieckssituationen oder auch das wird hier geheilt, man erkennt den Sinn dahinter und vielleicht spaltet man das Ganze dann auf, dass man im Endeffekt für sich hier wieder zwei der Kelche, also diesen Ausgleich, diesen Fluss, diese Überfülle mit sich vereint dann im Ast der Kelche, in einem Kelch übersprudelnd, wieder leben kann. Also man lernt hier aus dem Unterbewusstsein, die alten Verzögerungen, die alten Wunden hier tatsächlich mit neuen auch zu füllen und daraus etwas wandeln zu lassen. Weil es geht hier um die sexuelle Vereinigung, also die Vereinigung auf einer überzentrierten Ebene, sagen wir es mal so, respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Ja? Also auch erkennen, dass dieses Ganze, um was es hier geht, einem übergeordneten Ziel folgte.
Und ja, es geht um dich und es geht um deine absolute Fülle. So, wir sind am Ende angelangt. Danke nochmal für diese wunderbaren Karten. Ich werde jetzt morgen oder übermorgen nochmal ein Orakel drehen, weil es waren jetzt ein paar Sachen, die gekommen sind. Es kam auch noch ein neues Legesystem und auch dieses Rausschnecken mit dem die beruhigende Energie und die aktivierende Energie, also wo wir einen Innenkreis haben mit einem Außenkreis. Das möchte auch jetzt in nächster Zeit wieder gelegt werden. Also ich werde schauen, wann ich dazu komme und dann dürft ihr euch auch schon auf diese Readings wieder freuen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, noch eine schöne restliche Woche und bis dann.